Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 55 Let's Play Project Zomboid. Ah, ich glaube, die Handygeräusche sind doch noch auf, wenn ich das hier gerade so checke. Ja, ist gut. Blödes Ding. Ständig ist irgendwas. Wir sind nicht unmittelbar nach der letzten Aufnahme, aber schon ziemlich nah dran. Es ist immer noch derselbe Tag. Ich hatte das Spiel offen gelassen. Und wir. Meine Güte hier, ja. So, da Ruhe. Und wir, es tut mir echt leid hier mit dem Handy. Ich habe es auf lautlos gestellt und es macht trotzdem Geräusche. Mal schauen, welche Einstellung ich da verkackt habe. Wir machen erstmal was gegen den Hunger. So. Oh, ist das scheiß Ding. So. So, machen wir noch ein bisschen Ei und ein bisschen Wild. Und dann schicken wir mal unsere Fallen, würde ich sagen. Ich check dann gleich nochmal die Wunden an den Füßen, die wir uns der letzte Folge aus irgendeinem zufälligen, ungünstigen Grund heraus zugezogen haben. Keine Ahnung, was passiert ist. Sagt ihr, sagt's mir, wer das wisst, ich weiß es nicht. War bestimmt nur ein kleiner Unfall. Ja, was habe ich geplant für die Folge? Habe ich gerade erzählt, wir checken die Fallen. Es ist 4 Uhr morgens, können wir da auch was machen? Leveln will ich heute eigentlich nicht. Ich will noch ein bisschen die Basis aufräumen, würde ich sagen. Und vielleicht wäre es mal angesagt, uns ein paar schöne Vorhänge holen, dass wir die Basis noch ein wenig schöner gestalten. Was habe ich denn jetzt gerade? Ach so, ich habe das Glas im Fenster entfernt. Na gut. So, hier sind ganz viele solche Scherben. Ne? Ja, da können wir eigentlich mal die Basis ein bisschen verbessern. Das mache ich direkt mal, solange es noch dunkel ist. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Wo hat er die Glasscherben hingetan? Ach, da. Ja. Dann machen wir nämlich mal hier. Guck mal, hier komme ich ganz, ganz finster ran, ne? Ist auch eine Menge Müll drin. Kann ich die Barrikaden entfernen? Nee, kann ich nicht. Dann muss ich diesen Kanister mal kurz, Kanister, den Müllcontainer kurz abbauen. Halt! Nee, das geht. Was für ein Unsinn! Ab! Mit der Barrikade. Mein Mausklick geht nicht jetzt hier. Zack. So. So. Dasselbe. Man will es nicht. So. Brauchen wir noch den Vorschlaghammer und dann mache ich mal einen Vorschlag. Wo ist der Vorschlaghammer? Habe ich den hier reingepackt? Wäre eigentlich nicht schlau. Moment, jetzt möchte ich auch mal eine Sache ausprobieren. Ja, guck mal hier. Dieser Savage Warhammer kann das, glaube ich, auch. Da heißt es bloß anders. Jetzt schauen wir. Hammer. Ja, funktioniert. Ja. Ja. Sehr schön. More Buildings. Ich glaube, den kann ich direkt wieder rauswerfen, damit ich hier nicht am Gewicht zugrunde gehe.
Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, da bin ich ein bisschen schlecht vorbereitet, aber welche Wand denn hier passen würde? Die hier? Sieht ein bisschen seltsam aus. Und Cinder? Ne, das ist definitiv nicht. Grace Cinder, White Cinder ist auch nicht. Red Brick. Nanu? Ne, passt auch nicht. Und Glaswall. Ah ja, das sind im Prinzip die Dinger, die hier drin sind. Aber finde ich jetzt auch nicht so passend. Deswegen schauen wir vielleicht doch mal Gray. Darkthrone. Ah, das sieht man, wenn du alles aus wie rein an ihr fliegt irgendwie, aber es. Ach, guck mal. Nee, das ist perfekt. Das ist genau, was ich brauchte. Echt Zufall. Entweder Nägel oder wo ist jetzt das Problem? So. Ja, genau, so dachte ich mir das. Ist alles ein bisschen schicker, ne? Dann können wir den auch wieder. Ach du Scheiße, den können wir nicht tragen, weil wir sind mit irgendwas überladen. Warum eigentlich? Weil welcher Teil liegt hier unten rum? Der da. So, und den möchte ich gerne tragen, aber der trägt den nicht. Machen wir mal die Axt raus. Trägst du den jetzt? Ja. Also, wenn ich den primär ausrüste, dann kann ich ihn nicht platzieren, ne? Ja, so toll. Sowas nicht geplant. Bin seltsam, ja, das so jetzt. Nee, hä? Objektplatzieren muss es heißen. Ja, jetzt. Dahin. So, ich mich aus meinen Fenstern rausgucken kann. Okay, dann brauchen wir jetzt noch den Lötkolben. Ich weiß gar nicht, ob ich den Inventar. Nee. Aber hier ist bestimmt irgendwo einer. Ja, aber alle leer. Oh, der geht. Okay. Dann brauchen wir noch die Schweißermaske. Ja, egal welche. Und Stäbe. Dann mache ich jetzt vor diese Fenster nämlich auch hier diese. Metallgitter. Ach, guck mal, hier war noch das Zeug. Das müssen wir noch mal nachfüllen. Benutzen. Moment, die waren hier drüben, ne? Die Metallstäbe. Genau. Meine mal mit, was geht. Können wir das mit reichen? Muss mal gucken, es gibt, glaube ich, auch. Fenster, die wir einbauen können. Windows, genau, hier Holzfenster, weiße Fenster. Ah, da bin ich auch ein bisschen hinterhergerissen. Ich glaube, wir machen da ein Chromfenster rein. Ich brauche vier Bretter und vier Schrauben. Ja, ist aber nicht so, als wären wir hier arm. Also, wir hängen ja hier nicht am Hungertuch, also geht das alles. Hatte ich die Schrauben hier reingepackt? Genau. Ja. Dann brauchen wir noch Bretter. Warte mal mit, was geht. So, dann gucke ich noch mal. Witzig eigentlich, dass man keine Scheibe braucht, ne? Aber ich glaube, der Mod, der rechnet nicht damit, dass man noch den Glasmod installiert hat. So. Dementsprechend ist das keine Voraussetzung. Okay, und jetzt kommt hier Metallstangen davor. Gegen die Zombies. Von denen machen wir dann noch einen schönen Vorhang irgendwann. Den müssen wir mal in einem anderen Haus abbauen. Ja, nice. Ein bisschen aus wie Knast, aber es geht halt nicht anders. Zumindest nicht, wenn wir sicher leben wollen. Also, beziehungsweise doch, wir können natürlich hier eine riesengroße Palisade rundherum ziehen. Vielleicht auch, wenn uns irgendwann mal langweilig wird und eine Ansage, aber wir müssen ja nicht übertreiben direkt. So, und hier mache ich jetzt mal dasselbe. Ah, das ist schon wieder falsch entfernen. Das ist blöd, wenn dann plötzlich hier der neue Punkt dazu kommt. So. So. Bin gerade noch ein bisschen am Überlegen, ob ich tatsächlich
das Fenster ersetze gegen ein baugleiches Fenster. Oder auch gegen so ein kleines Fenster. Das kleine Fenster hat natürlich mehr Charme, allerdings, nicht die Axt, allerdings, es ist auch ein bisschen doof, wenn diese Metallstangen, die, ich finde, die sehen nicht gut aus davor. Würde mal überlegen. Jetzt Grübelgeräusche für euch. Ja, ich habe nämlich keine Idee. Erstmal den Geldautomaten brauchen wir nicht. Der stört mich sowieso schon länger. So. Ja, komm, wir ersetzen das komplett. Und zwar gegen die kleinen Fenster. So, das hier kommt quasi weg. So. Ist jetzt auch nicht also ich bin nicht traurig drum, dass da die Metallstangen verschwinden, das passt schon. Ja. Ja. Das wird ja hier drüben auch nochmal gleich lustig. Frage ist jetzt eher, ob wir hier wieder vier Fenster hin haben wollen, aber wahrscheinlich reichen mir zwei. Sagen wir Buildings. So, nur Glasscherben drunter, ne? Geh mal weg damit. So. More Buildings, Architecture, Warsides, wo war ich? Dark Brown Wood war es, ne? Was ich sage, hier ein Fenster, oder hier ein Fenster, ja, so. Jetzt noch eins daneben, sieht doof aus, aber mit Abstand geht's eigentlich. Ein drittes würde nicht gut aussehen, machen wir auch nicht. Ich hatte sogar die Überlegung, ob hinter der Kiste vielleicht wohl noch ein bisschen besser gewesen wäre, aber. Ach naja, passt schon. Wir müssen ja nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen hier. Alles irgendwie okay. Mit einem L. Weil. Zack. Ja. Jetzt macht er das von innen, ne? Okay, dann macht das von innen. Auch schön. Okay, jetzt die vier Fenster, würde ich sagen. Siehst du, wir haben das alles mal mühevoll verbarrikadiert. Aber ich will es halt schick haben. Wollte gerade sagen, ich fürchte, wir werden uns maßlos überladen hier mit dem Rahmen, aber das ist im Prinzip schon passiert. Also, da können wir auch gar nichts machen. Und das ist auch nicht so schlimm, weil wir wissen ja, dass es nicht weiter sinkt als 75% von der Gesundheit her. Daher, Astro. Könnte jetzt eigentlich. Das mache ich mal. Wir werden ja sehen, was ich vorhab. Muss ich nicht alles erklären. Ja. So. Okay. Zack.
Und hier ist irgendwo noch Glas, genau, das nehme ich auch direkt mit, bevor ich irgendwann mal besoffen ohne Schuhe da reinstolpern. Ja, ich denke mal, so ist besser. So, dann gucken wir mal, dass wir noch die Fenster dazu machen können. Wie viel haben wir denn eigentlich noch an? Wir haben noch 8 Bretter, okay. Das reicht für 2 Fenster. Wie viele Punkte Tischlerei das bringt. Und ich habe nicht mal das Buch gelesen, glaube ich. Doch, habe ich. Na gut, dann sind wir da gleich auf Level 10. Oh, nicht schlimm. So. Hier rein. Hier noch genug Bretter. 16 Stück brauchen wir noch. Ja, reicht. Dann hier raus. Mobildings. Windows. Chrome was, ne? Ja. Ich muss sagen, der Aspekt bei dem Spiel, der macht mir auch mit mir am meisten Spaß. Auch, dass ich, also für irgendwas macht man ja dieses ganze Rumgeloote und hier sammeln, ne? Dass man dann sich am Ende die Basis ein bisschen schön macht oder so, ist die Belohnung dafür. Ja, der Zuschauer müsste jetzt hier ein bisschen damit leben. Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig ist, wenn man dazu guckt. Wird schon passen. Ich mache mir auch viel zu sehr einen Kopf über Dinge, die euch gefallen oder nicht. Ihr guckt ja trotzdem. Also was nicht heißt, dass ich jetzt hier irgendwie eine Beliebigkeit unterstellen will, aber ich sollte ein bisschen mehr darauf achten, dass ich einfach das tue, was mir Spaß macht, und dann passt das schon. So, und dann, ich werde mich auch nicht irgendwie unterordnen. So. Kleine philosophische Gedanken hier am Rande. So, und hier noch. Zack. Oh, da ist immer ein Knast fertig. Bisschen stört mich tatsächlich die eine Sache, dass hier dieses Gitter scheinbar eine andere, ja, wie würde ich sagen, eine andere Ebene. Also wenn es ein Photoshop wäre, wäre das Gitter auf einer anderen Ebene als die. Ja, Quatsch. Als das Dach und die Reihenfolge war falsch, und ich denke mal, so ähnlich wird es im Spiel auch gerade sein. Eigentlich nicht. Und das ist ein bisschen doof. Nutzt aber nichts, kann man nicht ändern. So. Dann machen wir das auch nochmal ab. Welche Wände sind denn hier? Und hier ist ein Zombie nach außen gegangen. Auch toll. So. Und hier geht's zur Waffenkammer, ne? Quatsch, Barrikade entfernen. So. Oh, da ist sogar noch ein Fenster drin. Okay. Das muss eh weg. Oder? Ja doch, das kommt weg. Kommt ein anderes hin. Andererseits. Ja, wir versuchen mal mit Metallstangen und schauen mal, wie es aussieht, würde ich sagen. Ach so, ich kann. Macht er gerade nicht. Das hat auch einen Grund. Ich da ernsthaft durchgeklettert? Zum Glück ist nichts passiert. Ich mach mal kurz die Bretter raus. So. Dann. Finde ich das Glas. Kann ich das eigentlich wieder. Ja, ich muss das eh wegsmashen, ne? Weil ich kann diese Wand nicht einfach ohne Probleme reparieren. So. Ach, übrigens, so kriegt man das Glas auch gelöscht, wenn man will. Zack. Wolfgangkammer ein riesengroßes Löschinstrument. So, hier mal die Metallstangen ran. Vielleicht sieht es ja hier in der Richtung gut aus, dann lasse ich's. Ich guck's mir mal von innen an. Ah, jetzt komme ich da nicht mehr durch, ne? Hier durch. Sieht immer noch scheiße aus. Ja, komm, dann kommt's weg. Dann kommt's weg, dann machen wir das anders. Da.
So, dann schauen wir jetzt mal. Hostels. Ich würde sagen, wir haben hier Grey Plaster. Kann es sein? Grau gibt's. Warte nicht. Ja. So. Sieht mir eigentlich nicht so aus, weil da ist so ein Streifen drauf und das hat die Wand nicht. Haben wir White Plaster? Das könnte hinkommen. Sieht mal ein bisschen heller aus als das. Nur ein bisschen. Ach du Scheiße. Ich verschwende ja gerade Ressourcen, aber gut, dafür ist das da. Doch mal Grey Plaster probieren. Fehlt wieder an Brettern. Ja gut, ich kann hier nicht schmissen. So. Okay. Man kann ja auch komplett eine andere Art Wand dahin bauen. Ich bin ja fast geneigt, in die Richtung gar keine Fenster zu haben. Wir machen mal normale Wände. Und machen das dann mit Gips. Und dann können wir sie anmalen, wenn wir lustig sind. Oh nee, oder? Ja, komm. Und so. Nein. Ah, die nächste Verletzung. Ah, gleich. Die kratzt am Schenkel und nichts zum. Soll ich hier durch? Nee, macht er natürlich nicht. Naja, ist egal, so dolle brennt es jetzt auch nicht. Mach jetzt erstmal hier noch die Wand fertig, würde ich sagen. Dort. So. Problem ist eher, dass ich jetzt alles vollblute hier wieder. Zack, T-Shirt zerreißen. Na komm. Mal wieder Erste Hilfe ein bisschen skillen, ne? Oder Humanmedizin, Verzeihung. Ja, mit der Küche gefällt mir auch noch nicht so ganz. Die ganze Geschichte. Ich will, ne, also im Prinzip bin ich ein Fan davon, dass es hier ein Fenster gibt. In der Praxis möchte ich aber, dass es ein Fenster ist, was man austauschen kann. Deswegen machen wir hier wieder normale. Na, was nur? Wände? Ich glaube, es ging so, ne? Und dann gab es hier nochmal extra mit Fenster. Genau. Perfekt. So. Das kann bleiben, obwohl es ist dann überhaupt nicht einheitlich. Ja, aber wen stört's? Tischlerei 10. Mal ganz kurz noch was checken. Will ich das? Kann ich das mitnehmen? Also eigentlich kann ich das nicht mitnehmen. Jetzt schauen, wie das aussieht. Also ist besser. So, dann können wir das nämlich ein bisschen einheitlicher gestalten hier. Hier kommt aber dasselbe Fenster rein wie durch die anderen. In den anderen. Mausteils, nee, Quatsch, ich suche. Meine Güte, Windows, Holzfenster. So, das da kommt da rein. Und von draußen natürlich wieder mit. Ach so, ja, das kann ich ja hier dann wieder nicht sichern, ne? Ja, dann muss das auch weg. Also, ich kann es schon sichern, aber es sah ja scheiße aus, weil ich wollte sagen, waren wir uns ja einig, aber da war ich mit mir einig, dass das scheiße aussieht. Und deswegen kommt es weg. So. Einen Krempel. So, mache ich hier, könnte ich eigentlich auch noch wieder ein Fenster hin machen, ja. Das passt dann schon. Na komm, da. So.
Dann hole ich gleich mal doch den Gips und dann werden wir das schön vergipsen. Was fehlt, eine Schraube, echt? Nein, so eine Schraube. Ah. Ja. Hier muss doch eine drin sein, oder? Nee. Okay, so machen. Dann haben wir wieder 50 Stück. Diese Lüftungsschlitze, die sind prinzipiell sehr lustig, aber ich weiß nicht so ganz, was ich damit machen soll. Also, ob ich die lasse oder nicht. Wenn ich so überlege, dann möchte ich die eigentlich lieber weghaben. So, das da kann noch eine Weile bleiben, aber das andere, was sich so ein bisschen mit unserer Treppe beißt, das muss weg. Ja, das da. Das stört mich auch schon ewig, dieser kleine Grafikglitch, der dadurch entsteht. Bumm. So, erledigt. So, jetzt könnte ich mal den Smashy-Smashy-Hammer wieder falten lassen, würde ich sagen. So. Alles ins. Was war ich eigentlich mit diesem Exit-Schild? Warum habe ich das jetzt? Das kommt jetzt hier drüber, auch wenn es da keinen Sinn macht. So. Oh, hier sind auch noch Kleiderständer. Muss man halt mal schauen, ob die Kisten hier unten die noch offen würden. Muss man eigentlich gleich machen. Mich auch mal ein bisschen erledigt. Kleiner Kleiderständer, da ist noch Platz. Hier ist auch noch Platz. Oh. Oh. Da ist was Interessantes passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Aber warum sind die Kisten jetzt plötzlich größer? Wir haben ja schon einen neuen Perk gekriegt, nämlich den organisierten Perk. Und einen Schnelllerner auch. Also jetzt würde ich auch sagen, haben wir mittlerweile fast alles, was wir durch diesen Dynamic Trades Mod kriegen können. Viel mehr kommt da nicht. Oder, also ich werde mich nicht beschweren. So. Okay. Zack, rein damit. Ab jetzt können wir nur noch normale Skills lernen und da besser werden. Jetzt wollte ich einen Eimer mit Gips machen. Die Frage ist, wo ist unser Eimer? Einen haben wir verbraten, um den Brunnen zu bauen. Aber vielleicht liegt hier draußen noch einer rum. Wenn, dann würde ich sagen, dort. Sehr schön. Gips haben wir drin. Einen Pinsel haben wir nicht mit, ne? Also das war schon beim letzten Mal das Problem. Ich wollte die Wände streichen und hat keinen Pinsel. Ja, wie ich weiß nicht, was die Resterfolge machen kann. Jetzt gibt's. So, einmal Gips herstellen. Machen wir zum Wohnwagenpark oder. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Achso, ich habe die Untersuchung gestoppt. Verputzen wollte ich. Also wir können in den Dixie Mobile Park fahren oder aber wir können. Nach West Point hoch. Ja, nee, das willst du jetzt nicht echt von draußen machen, oder? So. Ich weiß, das passt optisch hier noch gar nicht. Deswegen möchte ich ja den Pinsel holen. Ich glaube, da haben wir in West Point tatsächlich bessere Chancen. Auch wenn. Ich nicht weiß, wo. Warum habe ich das jetzt eröffnet? Ich kann jetzt hier verputzen drücken. So. Na komm. Ja, und der wird jetzt hier durchs Fenster durchgehen, statt außenrum. Also ich steuere gerade nichts, ne? Das macht alles automatisch. Zack.
Er sucht sich da halt den Weg hin. Okay. Und dann kann ich wieder zumachen. Und den einmal mit Gips lasse ich mal kurz fallen. Warum gerade nicht? Könnte ich mal. Achso, ja, hier brauchen wir noch ein paar Metallstangen. Die haben wir gar nicht mehr, wa? Alles schon verbraten oder ist der Lötkolben leer? Beides. Antwort ist ja. Oder vielleicht ist hier noch was drin. Nee, hier schon mal nicht. Also auch interessant, aber. Oh Gott. Wir haben ja noch Propangas ohne Ende. Was? Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass ich gar keinen mehr habe, aber scheinbar hat Vergangenheit nur ganz gut gelootet. Na gut, eine Rauchbombe brauchen wir nicht. Oh, das können wir auch mal rausnehmen. Ist da was drin? Ja. Ich habe. Ja, die Monika, Elisa oder wie sie heißt, passt nicht so ganz hier irgendwo hin. Nee, das passt nicht. Die nimmt er nicht, weil die im Rucksack ist. So. Fuck. Und dahin. Vorerst. Drin nichts zu kommen. Also Pilze wären fad. Okay, warte mal. Dann bin ich hier natürlich, dass wir können noch in Muldo was gucken. Wir sind schon wieder hungrig. Das ist so ein Salat und. Wir machen jetzt einfach mal eine Lotterie. Falls Kohlkopf in Salat kommt, dann fahren wir nach Dixie Mobile Park. Und falls was anderes reinkommt, dann. Also hier. Ach nee, das ist ein schlechte Wahrscheinlichkeiten. Ja. Muss ich noch mal kurz was ernten? Erntet er nichts? Jetzt. So. Halt, machen wir hier oben. Hier ist es krank. So. Also, falls ein Kohlkopf in den Salat kommt, dann fahren wir nach Dixie und falls was anderes reinkommt, dann fahren wir nach West Point. Okay, West Point ist es. Okay, das könnte ich definitiv nur. Der will auch keinen Kohlkopf daran machen. Ist ja schön. So. Zack. Essen. Und ich glaube, wir nehmen mal wieder unseren Pazuzu zu. War schon lange nicht mehr unterwegs. Wie sieht's aus? Ja, Kofferraumkapazität. Ja, dank dem neuen Skill ist es einfach absurd. Warte mal. Das heißt, hier gehen wahrscheinlich jetzt 1300 rein, oder? Okay, voll übertrieben. So. Ja, West Point habe ich gesagt, ne? Ja. Oh, das Ding ist ganz schön im Eimer. Will ich wirklich mit dem im Eimeren Ding dorthin fahren? Es ist mehr im Eimer, als es sein sollte, wenn ich sowas mache. Das ist ganz schön riskant. Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Nicht, dass es mir hier kaputt geht. Das wäre nicht geil. Ich repariere das Ding mal. Die Windschutzscheibe ist gar nicht so wichtig, aber die Motorhaube muss schon ganz sein. Und das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ja, eine nehmen bitte. Ach, nimm gleich zwei, nur für alle Fälle. Zack. So, na, jetzt noch eine Viertelstunde, um im West Point nach einem Pinsel zu suchen und nach was eigentlich noch? Machen wir sie.
was nicht so im Weg läuft. Schränke wären noch gut für die Küche. Dann. Wie ist denn der Motor eigentlich? Der sieht auch nicht so geil aus, muss ich sagen. 30%. Meine. Ich hoffe doch mal, er wird uns bis dahin tragen und nicht unterwegs schlapp machen. Wieder Schmerzen. Aber wahrscheinlich, weil die Füße. Nee. Weil wir gegessen haben. Weil wir gekratzt sind. Das hier sollte. Gott. Ja, nee, ist immer noch kaputt. Okay, dann. Ich wollte gerade behaupten, es sollte langsam mal geheilt sein. So. Jetzt geht mir auch noch langsam ein bisschen auf den Sack, dass hier noch so viele Zombies auf der Straße sind. Die machen wir jetzt auch erstmal weg. Rennen können wir einigermaßen, ja, es geht. So, dann kommt mal alle her hier. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sollten die von überall kommen gleich. Versucht, den ihre Zeug zu zerlegen. Aber das machen wir nicht. Also außer es sind Ohren, die zerlegen wir. Ohren werden zerlegt, Kleidung bleibt ganz. Bier dabei. Obwohl, ich gerade nicht. So. Nix. Wir haben ja hier noch im Wald gesessen, ne? Irgendwann haben wir die sauber, die Sache sauber. Ah, oh, wisst ihr was? Ich fahre doch noch mal ganz kurz zurück. Wenn wir jetzt immer dabei sind. Ich verschwende schon wieder Folgenzeit und bla blub. So. Aber wenn wir einmal dabei sind, dann können wir es noch ordentlich machen. Ja, sag mal, bin ich dicht genug dran? Ne? Ja, das habe ich befürchtet. Jetzt aber. Was ist gerade für ein komischer Frosch? Ja, mal schauen. Ich mag meinen Pazuzu, aber ich habe was anderes vor.
Das wird auch gleich sehen. Oh, man kann die Dinger jetzt benennen. Das ist ja cool. Und dann, soll ich das jetzt machen? Ja, also jetzt hat das zwar seinen Namen, aber also na gut, ist wahrscheinlich, wenn ich sie rankopple, ne? Also, dass es dann sagt, koppel den Superpassus. Ist auch egal. So, jetzt wollte ich nämlich das hier nehmen. Da ist noch Sprit und Batterie. Ja, super. Müssen wir mal ganz kurz was checken. Wow. Wir nehmen das, aber wir schauen gleich mal das mal. Ist die Frage, weil zählt das? Ist das? Nee, das ist es nicht. Ja, ich könnte es natürlich mir mal im Post irgendwie leiser machen. Ich denke mal, das ist die beste Option, ja. Ich werde euch das Spiel im Post leiser machen. Hoffentlich nervt es nicht zu sehr. Also die Audiospur sollte jedenfalls recht eindeutig aussehen. So. Upsala. Ja, und damit kriegen wir jeden Zombie im Umkreis von 100 Kilometern ran. Glaube, es ist gerade ein Reifen geplatzt. Jedenfalls sie knallt und ich habe nichts überfahren. Kann das sein? Bis zur Kurve fahre ich und dann schauen wir mal, was für ein Chaos ich hier verursachen werde. Mal schon mal eventuell in Fluchtposition parken. Tatsächlich, ich fahre mit dem Reifen zu wenig. Ah, okay. So, weg hier. Ja, geh weg. So. Na gut, dann muss der Krankenwagen auch erstmal da bleiben, bis ich einen Ersatzreifen für das Ding habe. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich mir ja nicht einen Rückweg verbaue. Aber es sollte alles passen. Der Witz ist, in der Richtung wird jetzt keiner mehr kommen, weil die alle am Krankenwagen hängen bleiben. Leitung, weiß ich nicht, ob ich die mitnehmen will. Ich will eigentlich bloß, dass die Gegend hier ein bisschen sicherer wird. Wir hatten es ja schon öfter, dass ich hier eigentlich ein bisschen Ordnung haben wollte und ist überhaupt keine Ordnung mehr war. Oh, was hast du denn da stecken? Eine Axt? Taktische Axt. Na, ah, die sind so langsam, die will ich nicht. Was ist denn hier los? Na du? Na du Kleine? Na du? Ne? So, ist nix. Ah, hier kommt so ein bisschen die Highway runtergeflitzt. Ja, guck mal, da haben wir doch mal eine ordentliche Ansammlung. Ich hätte natürlich eine Flinte oder sowas mitnehmen können. Oh, ja, alle gleichzeitig hätte ich jetzt nicht haben brauchen, aber das kriegen wir schon hin. Wir sind ja fit. Unser Flinkwert ist hoch. Ich muss bloß aufpassen, dass ich mal genug Abstand habe. Immer eine Armlänge Abstand, ihr wisst schon, wegen den Corona oder Zombie-Krankheiten oder wie auch immer.
Ist ja alles übertragbar hier. Armlänge, sage ich. Ich meine, die messen ja eigentlich ganz gut mit ihren Ärmchen, ne? Also im Prinzip sind sie noch eine Armlänge weg. Und wenn sie näher dran sind, wird es ungesund. Das stimmt schon. Was, das kostet kaum noch Ausdauer, ey. Der einfach schon ist. Ich glaube, da war Klebeband. Das muss ich natürlich mitnehmen. Und ich höre noch einen Zombie. Bestimmt der von irgendwo. Ja. Na du? Sag mit Gips. Ach naja, bald immer. So, und die werden alle weggemacht. Ihr macht mir bloß das Auto kaputt, wenn er hier auf dem Highway rumkreucht. Da war noch ein Ohr, die ich zerlegen kann. Chips, die ich essen könnte. Ja, meine Kalorien sind noch ein bisschen im Eimer hier. So, zerlegen. Nice. Das da ist nice. Hätte ich gern beides mitgenommen. Ob ich ein ungekochtes Hackfleisch-Patty aus einer Leiche will? Ja. Lecker. Ja, es waren noch lange nicht alle. Gut ist, dass man die manchmal one-hittet oder umschmeißt und dann ist man den Zombie schon los. Bisschen nah dran. Haben den Abstand, Leute. Wir haben eine Epidemie. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Sogar eine Pandemie. Wer weiß. Das ist eigentlich klar irgendwo im Spiel, ob das weltweit das Problem ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass es sich ein bisschen weiter ausgebreitet hat. Naja, und wenn es epidemisch wäre, dann wäre ja auch nach ein paar Jahren mal wieder Ruhe. Und Leute würden von außerhalb reingucken. Ich denke mal, das ist ja sogar ein globales Problem mit den Zombies. Also weniger in echt als mehr in dem Spiel, aber wisst ihr, ich meine, wollen wir mal ein bisschen rumballern zur Abwechslung? Was haben wir denn hier? 9 mm und Punkt 45. Ja, ich habe bloß keine Magazin, keine Munition dafür, ne? Schauen. Augen offen halten. Jetzt legen. Nehme ich auch mal mit. Gut, ich denke mal, das hat sich erstmal erledigt, das Thema. Mal sehen, ob wir das Ding noch zum Fahren kriegen. Ja. Also, wenn natürlich ein Rad kaputt ist, heißt das, dass, wie gut es eigentlich noch fährt mit Rädern. Wenn ein Rad kaputt ist, heißt das aber, dass bald irgendein anderes Rad auch noch platzen wird. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. So. Mag ich das Ding hier? Oh Gott, bremsen tut es nicht mehr. Ja, das habe ich doch gewusst. Das habe ich gewusst. Der Schlingel. Kleiner Schlingel. Mein Zelt. Wie sie das noch nicht weggerissen haben? Eigentlich erstaunlich. Oh, jetzt habe ich die Fallen gar nicht geschickt in der Folge, wie ich es vorgehabt habe, ne? Naja, irgendwann fällt es mir schon wieder ein. Der Foraging-Skill ist jetzt eh nicht so relevant für mich. Nicht Foraging, Trapping. Fallen stellen.
Ja, es sammelt sich. Oh, da kommt noch einer. Erstmal die von unten. Und mir eine Kirche einen Nacken knabbert. Ja, brauche ich halt nicht. 9 mm Munition wäre nice. Können wir hier mal ein bisschen Action machen. Klar. Oh, der hat einen Helm auf. Ob der mir aushält? Nee. Ja, langsam wird es interessanter. So. Oh, noch hier noch. Na gut, also mit dem Looten, das machen wir, wenn die alle weg sind, weil es kommen ja trotzdem immer noch welche angeplätschert hier. Und ich kann nicht in Ruhe looten, wenn ständig irgend so ein wandernder Kadaver angeschissen kommt. Oh, passend zum Thema als Hubschrauber. Alarm. Na gut, warum nicht? Das bringt im Endeffekt noch mehr Zombies her. War ja Munition? Da ist ein bisschen. Ja, aber so richtig. Da können wir mal 5 Uhren zerlegen. Also es kann sein, dass es jetzt ein bisschen gefährlicher wird wie die Hubschrauber. Ich werde das mal im Auge behalten. Das ist ein guter Cliffhanger für die nächste Folge. Hätte mich fast in Anien gebissen. Nur weil ich rechts auf den Tacho geguckt habe. Also, damit mache ich meine Aufnahmeuhr. Na, jetzt hier schon. Ja, schau dir gerade noch die Kamera. War noch über Ohrhörer, aber bin mir zu real. Gesehen. Zack. So ne, die gerne. Es ist schon wieder eine ganz schöne Menge hier an Totenfleisch. Okay, Leute, ich würde sagen, ich verlasse euch ja mal mit einem Bild des Chaos heute und bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo ich dann hier im Anschluss direkt weitermachen werde. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Und wünsche euch alles Gute und freue mich, dass ihr zugesehen habt. Ja, genau. Dann bis dann. So.